Hä? What can I do for you? Well, my typewriter is on the ground, outside of my tower. You write? Yeah, look, the wind? Ja, Klopapier. You should get inside. Fuck me. Dominik Pampelmus, den Trailer nicht anschauen. Was ist denn hier los? Someone broke in. They what? They wrecked the place. Threw my typewriter out the window. Motherfucker. Holy shit. I'll let the Forest Service know what happened. My fucking sheets are gone. Oh, warum wer klaut uns da? Yeah, it sucks. The place is trashed. Okay, sorry. Alles klar, Nixe. Ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht. Okay, thanks. Do you have any idea who would have done this? Ich habe auch nur gelacht, Stina. Maybe that guy I saw in the canyon, but I don't know why the fuck he'd want to mess with my stuff. Well, I'll have the rangers keep an eye out for a man hiking on his own and question him if they find him. I can't believe someone would do this. I worry about bears and fires, and that's about it. And now I've got to worry about some deranged hiker going after lookouts? Great. Okay, in the morning I'm gonna call my friend Patty, who works a desk down in Cody. They keep a bis list dann, of everyone Nixe, who's officially Nacht. Been in and out of the trailhead since... forever, and see if we can get a list of names. We won't get much, but at least if anything else happens, we can refer to it and see if anything comes up. Thanks. Ja super, und jetzt sollen wir da schlafen, oder was? Sag mir einfach, wo ich eine Waffe finde. Just point me to the Forest Service weapons cache and I'll feel safer than the Pope in his little car. Yeah, someone made the choice years ago that leaving people with infinite amounts of alone time and a gun... was kind of a bad idea. Grenades? I'll see what I can. Granaten. Ich könnte da nicht mehr schlafen. Tag 2. Also ich könnte da nicht mehr schlafen. Da ist jemand eingebrochen, hat alles kaputt gemacht. Florian, dankeschön für dein Follow und herzlich willkommen in der Ehrenanstalt. Dankeschön. Ah, den Whisky, wo wir geklaut haben, gell, von den Weibern. Hey, wir sind wach, hör auf zu reden. Bin wach. Awake, awake. What's your problem? Our problem. Sorry, our problem. That storm knocked out the phone line I used to talk to the service, which means we're cut off. I tried radioing out and that's not working either. Super. I don't really know why that would be the case. There's no backup? The backup is the two-day hike out of here. So that's a no? It's easier for me to send all the lookouts out to check the status of the wire in their areas. Yours is a good hike away. If you find any portion of it down, I can try to get a hold of a ranger and he'll bring someone in to fix it. Okay, I can do that. Where is it? Remember that cave you hiked through yesterday? Yeah, of course. So you're gonna want to go back there, go through it, and keep going straight to the north when you come out. Will do. Thanks, Hank. It's Henry. What, you don't like Hank? Yeah, I don't like Hank. But thanks rhymes with Hank. Ist es auch. Lass dir nichts einreden. Ja, ist eine Therme. Okay. Eine wunderschöne Therme ist das. Das Ganze, was da ist in den Becken, ist gar kein Blut. Das ist einfach nur eingefärbtes Wasser. Eine alte Karte. Untersuchen. Okay. Ich finde auf jeden Fall diese bequemen Schwimmwesten nice. Die, wo man sieht. Du meinst die weißen? Ja, die sind toll. Die weißen, wo man so komisch so macht, gell? Ja, ja. Das ist ein ganz tolles Schwimmwesten, das ist ein neues Modell. Hoch. Manly Thermos. Ich möchte das nicht alles... Da schmeißt es immer alles da so hin. Rock Alaska. Oh, unsere Mütze. Setz sie wieder auf. Den haben wir gefunden. War da gerade ein Waschbär?
Ich muss nochmal rein. Hans ist Ado. Auch wenn er schon im Bett ist. Der Hans ist da. Hab ihn gut erwischt, gell? Ist ein hübsches Foto vom Hans. Ich finde das irgendwie doof. Wohnt da? Ja, ja, die wohnt da noch. Das ist ihr Zuhause. Die sagt nur manchmal, ich darf die Mütze aufsetzen. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Ach stimmt, in die Höhle. Ne, Hans ist der Waschbär. Ich kam von da hinten irgendwo, ne? Von hier in irgendwo. Ich muss in die Höhle zurück. Okay, okay. So this generator is all the power I've got out here. Ich weiß gar nicht mehr, wo die Höhle war. Ich glaube hier. You don't have much in the way of electronics, so. What about my hair dryer? Oh, I'm sorry. You might just have to make peace with frizzy locks. I could never. Ich frage mich, ob wir noch ein Seil kriegen, weil es ja gerissen ist. Das liegt ja jetzt nicht daran, dass ich den Riegel gegessen habe, oder? Einfach nur unser Distenseil, oder? Das wollte uns einfach wehtun. Okay, da runter geht's. Da sind wir hochgehüpft, glaube ich. Da sind wir rübergesprungen, genau. Und dann müssen wir dann noch so runter. Phantasmagoria. Ich kenne das Spiel, ja, vom Sehen her. Gespielt habe ich es nie selber. Das ist so ein ganz altes Spiel, gell? Ich kenne das, ja. Wo ist jetzt die Höhle? Da hinten, oder? Ja. Oh, it's actually pretty damn cold out here. Roger that. Warms up fast. The mornings are cold in Boulder though, right? Yeah, they are. What did you get up to down there? I mean, what's life like? Über Bucket. I don't know. Used to just spend a lot of time with our dog Bucket. Oh, that's a good name. He was a good dog. No. Type? Eagle. Eagle. We got him from the pound. Yeah. That's great. Aus dem Tierheim, weil wir sind toll. Sure. Just gonna keep hiking and hoping it warms up. Heyo. I don't think so. Why have you? Okay, good. No, I don't think he has any idea. I'm absolutely sure. Wir haben keine Idee, keine. Would you? All right. I'll let you know if anything changes in that regard. It's a trap, ja, ich glaub's auch. Was ist hier los? Hey, sorry about that. Anyway, Bucket's a cute name. You owned him with someone? This cave is gated off. It's to stop spelunkers from dying without getting the keys from the Forest Service office first. Makes sense. Although Debbie says she lost him like 3 years ago, so maybe its mysteries are locked away for good. Bucket? Oh, ja, auf yeah, Deutsch ist immer blöd. You can find another one to get your caving kicks in. Oh, this one's so close to home and convenient, though. Hm. Oh, sorry, Hank. Hör auf, Hank zu sagen. Henry, Alter, was ist los mit der? Hat die so viel gesoffen wieder? Dass sie nicht weiß, wie wir heißen? Prüfe die Fernmeldeleitung nördlich des Canyons. Hank, 43, Rocker, richtig. Wir sind Henry. 41, Turmmann. Firewatcher.
Bei Hank muss ich immer an Breaking Bad denken. Der Polizist, gell? Hank, oder? Ich weiß gar nicht mehr, es ist schon so lange her, ich kann mir sowas nicht merken. Ja, der bei der DEA, richtig, genau. Ich kann mir sowas ganz schlecht merken, ich muss Serien und Filme 3-4 Mal sehen, damit ich mich daran erinnern kann. Auch bei Spielen so. Ja, ich auch. Hank war der beste Busfahrer bei Angst. Gronkh, Angst. Das war so lustig, ja. Hank. Detroit Become Human habe ich leider noch nie gespielt, deswegen. Angst ist so gut gewesen. I can see the wire you're talking about. It looks like it's in so viel gelacht. We'll follow it up to the top of the trail if you can. You can head back as soon as you give me the all clear. Got it. Und wie gesagt, Namen kann ich mir eh nicht merken. Also ich kann mir auch nicht, meistens kann die Spiele nicht merken. Bei mir ganz schlimm. Deswegen kann ich Horrorspiele auch nach einem halben Jahr nochmal spielen. Weil ich weiß sie eh nicht mehr. So we really can't reach anyone any other way than these wires? What else do you suggest? Smoke signals? Just seems dangerous. Well, if they don't hear from me for a few days, they'll send someone out. But I'd rather it not come to that. Hä? Muss der runter oder was? Okay. Wo sind wir? Feuerwachturm. Thoroughfare und Beartooth Point. Schauen wir mal da. Was ist da? Hallo, hallo. Altes Blumsklo. Ich melde dir halt alles, ne? Hey, I found a structure that might have been an outhouse once, I think. Bevor die Nervensäge. Whoa, you don't need my permission to go to the bathroom, but, you know, use abandoned shitters at your own peril. I mean, I'm in the right area? I do believe. The comms wire runs for quite a ways. Follow it all the way to the top of Beartooth. Okay, Beartooth. Okay, ich sag Beartooth. Beartooth. Immer wenn ich Bier höre, muss ich immer an Simpsons denken. Wo der Homer will von irgendjemandem, dass er sein Lied auf Bier ändert. Beer you, beer me, beer us together, honestly. Und jetzt nur noch mit Bier. Bier, 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 Bier. Kennt es jemand? Genau. Lionel Richie. Lionel Richard? Ich weiß nicht, wie der heißt. Immer wenn ich Bier höre. Richie, ach ja, Richie schon. Ich weiß nicht, wie der heißt. Dosenbier. Saufentyp. Ich muss immer an Simpsons denken. Bier, 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 Bier. Bier, 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 Bier. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Aber da oben ist so eine Kiste. Ich möchte gerne zu dieser Kiste. Geh mal zu dieser Kiste. Kommen wir da hoch? Nö. Jetzt zu der Kiste da. Da gibt es immer so Sachen für die Karte, glaube ich. Und vielleicht gibt es wieder Müsli-Riegel. Ja. Hallo, Kiste. Eins, zwei, drei, vier. Okay, Versorgungskiste. Nachricht. Lesen. 30.07.86. Hey Dave, ich habe gelesen, dass du mir was Wichtiges mitteilen willst. Sorry, dass ich nicht zu dir gekommen bin. Hab dich den ganzen Tag lang gesucht und gedacht, du wärst beim Canyon, um den Studenten aus der Patsche zu helfen. Da lag ich wohl falsch. Aber ich weiß auch gar nicht, ob ich dir eine große Hilfe wäre. Wir sind schließlich Arbeitskollegen, Amiibos, Professionales. Aber wenn du jemanden brauchst, um einen Bierkasten zu vernichten und in der Vergangenheit zu schwelgen, sag Bescheid. Nur Lebensweisheiten habe ich keine. Du verstehst schon. Bis bald, Ron.
Hey, who are these guys, Ron and Dave? They're leaving notes for each other in the boxes. Is there any chance one of them was that guy I saw in the canyon? You know, the guy with the flashlight? No, they're both rangers. They're not out here this season. 6 Meter unter Australiens Erde. I always assumed the only thing Ron cared about was chasing tail and getting loaded. It's somehow comforting to know that he was able to keep up a correspondence with someone who wasn't going to send him a topless Polaroid. 6 Meter unter Australiens Erde, okay. Hier noch irgendwas? Nein. Okay. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Und ich will immer mit Shift laufen. Was ist das? Ah. Whoa, I found a turtle. Maybe it's a tortoise. It's a thing with a shell. Well, isn't that something? Soll ich die mitnehmen? Actually, pretty cute. Nehm die mit. Well, Henry, if you decide you want it to keep you company, ja. And what do I call jetzt habe ich einen Freund. Like Oh, this ought to be good. Ich habe einen Freund. Jelly. Jelly Duval. Shelly, I see what you did there. Very nice. She's dainty yet powerful. Well, I loved her in The Shining. In Shining. Okay, ich muss mal gucken, wo ich hin muss. Ich glaube, ich muss wieder da runter. Das war, glaube ich, der Weg hier war nur für die Kiste und für unsere Schildkröte. Aber ich nenne sie nicht Shelly, ich nenne sie Sonnenkröte. Oder so ein Schild oder so ein Turtle oder sowas. Sehe ich irgendwo, wo ich hin muss? Ich glaube, jetzt bin ich richtig. Ich glaube, wenn ich da weitergehe. Mutenroschi! Yay! Hier heißt Mutenroschi. Wir haben uns entschieden. Schönste Name ever. Guess what? What is it? There's a bunch of empty cans up here. Same as before? Yep. These fucking kids. Diese blöden Gören, ja, echt mal. Schieb ihnen jetzt dann die Flaschen, die Bierdosen von hinten ganz tief bis zum Anschlag rein. Oh. Man hat nur so... Na, na, na. Doch, ist so. Die du den ganzen schönen Platz hier verunstalten. Das macht man nicht. Ins Afterloch. Richtig. Ich schicke ihnen das nicht ins Afterlife, sondern ich stecke es ihnen ins Afterloch. So was macht man nicht. Man kann nicht einfach in ein Naturschutzgebiet gehen oder was auch immer und da seinen ganzen Müll hinschmeißen. Ich gehe auch nicht nach Hause zu denen und... Hier ist einer. Geh auch nicht zu denen nach Hause und mach in ihren Mülleimer oder so. Einfach nicht. Ich kote in den Mülleimer. Yeah, okay, the wire's down here. Okay, good. Any sign of those girls? Ja. Mess with anything? I'll look around. Okay, Bierdose. Diese kleinen... Behinderten. Ja, das waren die kleinen. Boah, ich schlag sie zusammen, Alter. Hey, so the wire is definitely down out here. I just found it. Yeah, the thing is, it doesn't look like the wind. It looks like it was cut deliberately. I knew it. The moment you said you found their trash. These idiots are gonna pay. Do they realize this is how people die? I mean, what if something happened to one of my lookouts while this was going on? And God forbid there's an actual fire burning out of control. Das ist es eben. I want you to go find them. Ja, oh, ich finde die, glaub mal. I haven't thought that far ahead. That's not true. Everything that comes to mind is illegal. Hmm. Let's hear it. Oh yeah? Hey, I came out here for a breath of fresh air. Oh, die Killer Jugendliche sind. I think I want you to just find them and scare the hell out of them. Yeah, I'd make a spooky ghost costume, but they stole my sheets. I don't know. Weißt du, welchen Film du meinst? Wait for them to wander off and wreck their camp. Something that would make a teenage girl run home to mommy and daddy.
I'll find him. Thanks. I'm gonna need a raise. Don't hold your breath. I'd start by hiking back towards your tower and just keep an eye out for anything that would lead you to them. Oh, they're big into Red Eagle. Great. See if you can find the path they took down from there. Maybe they looped back around towards the lake or something. I doubt they're where they were yesterday, but they obviously can't have gone far.